3, 2, 1 und los geht's, meine Lieben! Sie laufen auch um unser aller Leben. Tausende Österreicher nehmen jährlich an den Global 2000 Fairness Runs teil. Mit diesem Laufevent wird ein Zeichen gesetzt. Für fairen Handel mit giftfreier Sportbekleidung, für faire Arbeitsbedingungen der Textilarbeiter und gegen die unfairen Handelsabkommen CETA und TTIP, die Giftshirts und Hungerlöhne möglich machen. CETA bedeutet ganz massive Verschlechterungen für Umweltstandards, aber auch für Arbeitsbedingungen. Es geht nur darum, möglichst billige Arbeitskräfte zu kriegen und die Arbeitsstandards herabzusenken. Und das Schlimme ist, CETA hat nicht nur Auswirkungen auf uns, Österreich, EU und Kanada, sondern auch auf die Länder im globalen Süden, wo Sportbekleidung hergestellt wird. Damit zum Beispiel Shirts neonhell leuchten, werden noch immer teils krebsfördernde Mittel eingesetzt. Das stellt eine große Gefahr für die Textilarbeiter dar, die mancherorts nur 50 Cent pro Stunde verdienen. Man soll sich also informieren und auf die Herkunft und die Produktionsbedingungen achten. Wir sind jetzt offiziell einer der nachhaltigsten Sportveranstaltungen in Österreich. Ein Green Event sozusagen, Sport Green Event. Und das Ziel ist, Läufer und Läuferinnen zu informieren und zu beraten im Bereich der fairen Sportbekleidung, weil man geht ins Geschäft und kauft es einfach, weil es schön ausschaut. Aber es ist auch wichtig, dass die Menschen, die dahinter stehen, Näher und Näherinnen, fair entlohnt werden. Wir haben hier eine recht große Datenbank schon an Wissen, das wir gesammelt haben zu den verschiedenen Marken und schauen uns dann quasi hier vor Ort an, welche Marken die Leute tragen oder wie lange sie die Kleidung schon tragen und können dadurch quasi sagen, unter welchen Bedingungen sie circa produziert worden sind. Fair Sporteln ist hierzulande möglich. Ein positives Umdenken hat eingesetzt, doch Handelsabkommen wie TTIP und CETA könnten diese Entwicklung massiv gefährden. Am Dienstag gibt die EU-Kommission bekannt, ob CETA nur auf EU-Ebene abgestimmt wird oder ob die nationalen Parlamente der EU-Mitgliedstaaten auch ein Stimmrecht bekommen. Und wir laufen hier heute auch gemeinsam als Global 2000 Aktivistinnen, um zu zeigen, CETA macht keinen Meter. Dieses EU-Voting ist entscheidend für den Fortbestand der besseren europäischen Umweltstandards und fairer Arbeitsbedingungen. Deshalb zählt hier jeder Meter. Beim Fairness Run ist jeder Schritt ein Zeichen für ein faires Miteinander. Wer mitlaufen will, am 25. September findet der nächste Fairness Run in Linz statt.